Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Böse Nachbarn 2. Urlaub mit Hindere Nissen. Ja, wir waren hier stehen geblieben bei Ping Pong Fuzius. Und wir beginnen diese Folge auch gleich. Ladedaten. Dieses Ladedaten kommt mir bekannt vor. Vom Portal, ja. Juvo TV präsentiert Böse Nachbarn 2 in Ping Pong Fuzius. Gott. Sound auf meinen Ohren ziemlich laut. Aber wie ich in der ersten Folge gemerkt habe, war das eigentlich ganz okay mit dem Sound so. Und ja, wir holen uns erstmal dieses Ei. Lalalala. Scheiße, Brille, 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 Brille. Schnell, mach hin, mach hin. Nein! Okay. Holen wir uns schnell diese Knaller. Oh nein, 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 Buddy, geh hoch. Oh, oh, oh. Hol dir die Brille. Hol dir die Brille. Hol dir die Brille. Nice. Perfekto. Dann brauchen wir das Werkzeug. Das brauchen wir. Nice. Und dann brauchen wir das Seil. Ich glaube, er geht hier oben in diesen rechten Screen in dieser Folge gar nicht rein. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Ich glaube, wir fangen damit an. Dann geht er nämlich... Nee, machen wir nicht. Wir fangen damit an. Damit fangen wir an. Genau. Das ist perfekt. Dann geht er nämlich jetzt genau dahin. Also das, 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 das und das. Super. Gut, dann brauchen wir nämlich jetzt hier vorne diesen Kopf von diesem Steinlöwen. Von der Löwenstatue halt. Und dann können wir als erstes das machen. Ja. Das ist, ja. Dann brauchen wir das Seil dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Super. Das. Dann müssen wir das machen. Und den Streich machen wir noch nicht. Nein, das machen wir ja, das kommt ja erst, ja genau, das kommt erst später. Super. Jetzt müssen wir nämlich warten. Und wir müssen das Ei nämlich jetzt auf den, oder vertauschen mit dem Tischtennisball. Sipentia kriegt das nicht mit. Und super, dann müssen wir jetzt wieder warten. Bis er fertig Ski gefahren ist, also Wasserski. Und ich trinke in der Zeit einmal etwas. Er kann mich ja jetzt eh nicht erwischen. Ah, schön. Und dann bereiten wir auch schon mal den letzten Streich vor. Der da wäre mit Hammer und Nägeln die ja, Skier an dem Steg festmachen. Und dann können wir uns nach hier oben bewegen, denn da oben geht er nicht hin. Und jetzt, ja, er will natürlich Sushi essen und frisst einen Gartenschlauch, einen Fahrradreifen, so. Weil der Typ ja ohne Brille brillant ist. Bam! So geil. Einfach geil, ey. Die Streicher, also bei den Streichen haben sie sich echt geile Sachen einfallen lassen. Echt, das ist genial. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, wo die Brille hingepackt hat, ob die auch explodiert ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr da. Auf jeden Fall, ja. Jetzt geht er genau zu den Raketen und pfusch. Das, wo die auch exakt die Rakete erwischt hat, die hochgeht oder die er anzündet. Hm, Respekt, Woody. Kannst du hersehen? Ich bin stolz auf dich. Ja, jetzt will er natürlich wieder die Statue kaputt machen, aber... Das mit... Oh, barfuß, ey. Oh, das muss richtig wehtun, eigentlich. Oh, das ist... Nee. Ich stelle mir das gerade vor, wie ich selber dagegen drehe. Oh, nee. Autsch. Jetzt will er mit Olga wieder Tischtennis spielen und da erwartet ihn auch eine kleine Überraschung.
Putz. Perfekt. Ins Gesicht. Und ja, immer wenn er Olga irgendwie schadet oder so, verdrescht sie ihn halt. Wie wir auch schon in der Einführungsfolge gesehen haben. Und jetzt kommt der letzte Streich. Ja, das müsste auch mit der Zeit her passen. Das ist dann perfekto. Dann haben wir alles perfekt gemeistert. Los geht's, los geht's. Schup. So gut einfach. Perfekt. Anstatt jetzt schon loszulassen einfach. Das würde viel mehr Sinn machen eigentlich. Nice. Ah, nice. Er ist außer Atem. Und wieder am Verzweifeln. Super geil, echt. Nice. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, schön, schön. Wir sind bei der nächsten Folge. Ein Schuss, ein Treffer. Und es kommt jetzt hier ein neuer Gast dazu. Jura TV präsentiert Böse Nachbarn 2 in Ein Schuss, ein Treffer. Ja, die Mutter von dem lieben Nachbarn. Da ist übrigens Rottweiler. Ja. Oder Rottweiler? Rottweiler? Rottweiler. Ja, ich glaube Rottweiler heißt die. Oder heißt der Typ. Und ja. Mama Rottweiler ist jetzt auch dabei. Und wir müssen halt ihm Streiche spielen, die sich auch auf seine Mutter auswirken, soweit ich weiß. Jetzt können wir erstmal ein bisschen was tun. Wir müssen halt aufpassen, die Mutter darf uns auch nicht sehen, weil die uns auch verdrescht. Wir können uns hier erstmal ein paar Sachen zurecht sammeln. Obwohl eigentlich nicht. Wir konnten jetzt nur, genau. Oh, wo ist das nochmal alles platzieren? Stimmt, das Furzkissen müssen wir hier platzieren, denn ja, wie ihr gesehen habt, braucht die Mutter immer wieder neues Sitzkissen. Denn gleich wirft sie es davon. Wusch! Jetzt wirft sie ihn. Er rennt zu ihr. Und holt ein neues Sitzkissen. Das natürlich das Furzkissen sein wird. Und ja. Zack. Schöne Sache. Dadurch haben wir den Nachbarn einen Streich gespielt, so gesehen. Und ja, die Mutter ist sehr, ich sag mal, geil auf ihren Hund. Dem Hund darf nichts passieren, denn sonst flippt sie aus und der Nachbar kriegt Ärger. Das heißt, wir haben neue Möglichkeiten, Streiche zu spielen. Und zwar mit dem Hund. Ach ja, das wird schön schön. Okay, gut. Das haben wir auch gemacht. Das müssen wir dahin packen, genau. Was mussten wir hier machen? Eine Sache nur. Okay, dann fangen wir schon mal an. Das dahin. Super. Dann können wir jetzt schon mal hier runter. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Super. Dann können wir nämlich hier jetzt das draufpacken. Und hier das. Genau. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Streiche müssen wir noch machen. 1, 2, 3, 4. Ne, 5 sind das. Ja. Und jetzt der letzte Streich hier hin. Und dann haben wir auch alles schon gemacht. Super, wir können uns jetzt weiter in der Röhre verstecken. Es gibt nämlich Orte, an denen sich Woody verstecken kann. Falls der Nachbar zum Beispiel an jedem Fleck ist oder in jedem Dings einmal ist und auch wir zu anderen Screens nicht hinkommen. Kann man es eigentlich, ja, man kann es auch so bewegen. Man kann es auch mit der Pfeiltaste und so und mit den Pfeiltasten bewegen. Aber egal, jetzt kommt der Streich. Woop. Das Problem ist, ouch. Ja, es war natürlich an seiner Hand festgeklebt. Wie kommt das so? Sowas passiert ja auch mal, ne? Sowas passiert halt. Kann man nichts machen. Mir auch leid, Herr Nachbar. Das hier unten müsste jetzt 3 Streiche geben. Ich weiß nicht genau, warum 3 Streiche. Aber sehen wir ja gleich. Und ich glaube, das wird diesmal nichts mit den 100%. Das müssen wir gleich nochmal machen, glaube ich. Wir haben das in der falschen Reihenfolge gemacht.
super. Jetzt schießt er das nämlich. 1, 2 und 3. Perfekt. Ich weiß nicht warum. Einmal, weil er das wieder in die Fresse bekommen hat. Ja. Einmal, weil der Hund drauf war. Glaube ich. Und ich weiß nicht warum nochmal. Ich habe echt keine Ahnung. Aber es könnte doch noch was werden mit den 100%. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich, kann es sein, dass man das für 100% in unter 5 Minuten machen muss? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben bisher immer für ein Level nur 5 Minuten höchstens gebraucht. Aber jetzt kommt schon das letzte. Der letzte Streich. 1, 2 und... Oh, oh, oh. Putz. Ja, wir haben es geschafft. Mal wieder 100%. Und Olga lacht die natürlich aus. Seine Liebe wird nicht erwidert. Traurig, traurig. Jetzt kommen weitere 4 Level. Oh. Nice. Aber wir starten. Ich glaube, das ist jetzt... Oh ja, ich glaube, das ist jetzt die Welt. Oder das Land. Oh, das ist ziemlich witzig manchmal. Böse Nachbarn 2 in Mamas Liebling. Süß. Wir holen uns nochmal schnell hier ein paar Sachen. Das. Dann das. Der Keeper. Ah, okay, der ist noch da. Ja, gut, okay. Den können wir noch nicht nehmen, den Eimer. Aber egal. Jetzt geht er an die Bar, genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit, schnell das zu holen. Wir bereiten jetzt erstmal alles vor. Wir holen uns erstmal jede Sache, die wir uns holen können. Und jetzt können wir uns noch einmal das holen. Genau, wir müssen den Streich zuerst machen. Okay, Moment, ich muss mal kurz überlegen. Ich lasse den Dings mal kurz machen. Oh nein. Wir müssen das schnell machen, wir müssen das schnell machen. Verdammt, die braucht so lange. Die geht so... Nein, verdammt, das schaffen wir nicht. Okay, dann können wir erst uns den Eimer holen. Können wir uns das jetzt holen. Jetzt ist die Mutter drin. Genau, wir müssen nämlich... Das machen, das machen. Gut. Da macht er das nämlich. Dann ist er beim Barkeeper. Dann brauchen wir den Wassereimer. Den müssen wir zum Dings hinstellen. Genau, dann müssen wir die Krabbe hier reinbringen. Oder reinpacken. Dann müssen wir uns eine neue Krabbe holen. Und... Ja, nein, verdammt. Ja, wenn wir außerhalb des Rands sind, dann wird das halt wieder rot gemacht und super, das passt. Jetzt springt der links nämlich und hat jetzt diesen, den Drehhebel runtergehauen. Und wir müssen das gleiche nochmal gleich machen, nur mit dem eingefahren. Dahin. So, Mutter, geh ins Wasser. Perfekt. Das passt, das passt, das passt. Genau, super. Haben wir das nämlich? Jetzt drehen wir das nämlich runter. Müssen das holen. Das nochmal reinmachen. Okay. Genau. Jetzt. Er pustet den Elefanten immer an oder spritzt ihn an mit dem Wasser. Und jetzt hat der Elefant schon einen Wascheimer daneben. Er kriegt es genau in die Fresse zurück. Oh. Doof gelaufen, Nachbar. Doof. Gelaufen, würde ich sagen. Super, jetzt muss ich mir wieder abhauen. Und hier rein am besten. Perfekt. So, jetzt will er Olga natürlich wieder die Muschel auf den Kopf setzen, aber da ist eine Krabbe drin. Doof gelaufen, würde ich sagen, ne? Und er wird natürlich wieder komplett verdroschen. So, jetzt kommt der nächste Streich. Denn der liebe Herr Nachbar
wie sich da hinlegen. Und da wir da jetzt einen Seeigel drauf gemacht haben, ne? Ah nee, wartet. Oh, oh, ja, stimmt. Jetzt kommt erstmal das. Können wir natürlich ihn mit Wasser bespritzen. Voll in die Krabbe, voll auf den Seeigel, voll kaputt gemacht. Diese Sandburg. Jetzt kommt natürlich gleich Olga angesprintet. Die Ewigkeiten drauf. Und verdrescht ihn. Batz! Voll dagegen. Wir natürlich versteckt in der Sand-Dings. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. In der. Im Strandkorb. Genau so heißt das. So, das passt perfekt. Ich weiß nicht, wie lange die Mutter braucht. Das geht. Das müsste, glaube ich, ganz gut passen. Ah. Der muss jetzt nämlich nochmal ins Wasser, in den Pool springen und da wieder die Feder da unter ist. Springt da wieder zu weit und landet diesmal voll auf seiner Mom. Genau. Aber das, ja, doch, das hat ganz gut von der Zeit her gepasst. Und jetzt. Ja, wir haben den goldenen Nachbarn noch bekommen. Und er wird natürlich wieder von seiner Mama verdroschen. Popoklatsche und so. Und er rastet natürlich wieder total aus, weil wir wieder alles geschafft haben. Und Woody freut sich. Nice. Gut, dann machen wir das Level. Haben wir noch Zeit? Ja, komm, ein Level packen wir noch. Eins packen wir noch. Ist okay. Yeah, böse Nachbarn 2 in. Über den Wolken. Über den Wolken. Du musst die Freiheit und Grenzen los sein. An den Stimmen fixst du den, sagt man. Liegen darunter verborgen und dann. Okay, jetzt habe ich eine Ohrpunkt. Das ist nicht so cool. Okay, nice. Dann hier können wir noch nichts machen. Genau, können wir hier uns noch was holen? Nein. Das war nichts. Die Schlange können wir damit kriegen, genau. Oh, verdammt. Was war das denn nochmal? Egal, wir müssen warten. Bis die Mutter weg ist. Dankeschön. Können wir das schon alles vorbereiten? Na komm, wir machen's. Zack. Okay, super. Dann gehen wir jetzt runter. Holen uns das. Mach hin, ne? Woody, du gehst mir zu langsam. Das. Das. Okay, fuck. Dann machen wir das schon mal. Zack. Scheiße, ich glaube, das. Nein, das wird nichts, oder? Ja, das wird mir stinken, wenn ich Duga ja noch war. Okay, komm. Mutter, geh rein. Das passt. Das passt. Das passt. Scheiße, das passt nicht. Okay. Wir müssen die Folge neu starten. Ich habe zu früh angefangen mit den Streichen. Das war das Problem. Ah, damn. Okay. Zack. Zack. Dann holen wir uns jetzt schon mal die Sachen. Das. Das. Oh fuck, das passt nicht. Oh fuck, das wird knapp. Oh fuck, das wird richtig knapp. Okay, es hat geklappt. Puh. Ja. Ich würde mal sagen, knapp. Close enough. Dann brauchen wir den jetzt, genau. Und die Maus brauchen wir jetzt. Perfekt. So, dann geht die Mutter wieder rein. Genau, super geil. Perfekt. Dann geben wir der Maus oder der Schlange das. Oder kriegen halt dadurch die Schlange, weil wir die Maus da hingelegt haben. Dann holen wir uns den. Super. Und jetzt können wir anfangen, alles vorzubereiten. Fangen wir damit an? Ja, ich glaube, das machen wir. Damit anfangen, ja.
Verdammt, ich brauch die Maus. Scheiße, ich muss mich beeilen. Fuck, 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 fuck. Mach hinne. Maus, Maus, Maus. Er ist da oben, er ist da oben. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Das wird alles passen. Nice. Jetzt müssen wir nämlich hier die Maus hinlegen. Passt das, passt das, passt das. Bitte lass es passen. Nice. Fuck, was? Okay. Okay, das war knapp. Gut, dann können wir nämlich jetzt die Schlange da reinpacken. Super. Das dahin. Super. Oh, das ist... Heieieieiei. Das ist gerade echt ziemlich anstrengend. Er kriegt den nächsten Streich in die Fresse. Schön. Er war nämlich zu nah an der Linie dran, ne? So, oder er war zu nah am Elefanten dran, deswegen hat er halt was abbekommen von der Freundin. Dann bereite ich das schon mal vor. Krieg dann gleich wieder einen Streich ab, genau. Also hat er das jetzt gemacht. Machen wir schon, machen wir. Und er kriegt die Schlange ins Gesicht. Und wirft sie einfach so voll davon. Das müsste klappen. Das müsste easy klappen. Komm, bitte sei schneller, sei schneller, sei schneller, sei schneller, sei schneller. Dann passt das nämlich perfekt. Dann ist aber der Nachbar nämlich gerade oben, die Mutter geht raus. Perfekt. Oh, schön. Oh, das klappt. Und gleich kommt der letzte Streich. Oder? Ja, doch, der hier. Der. Oh, perfekt. Jetzt rennt er nämlich. Jetzt fängt er an zu rennen, genau, und rennt voll auf die Hake. Batz, ja, nice. Oh, ein etwas längerer Part heute, aber noch im Rahmen, würde ich sagen. Gut, super. Dann geht's im nächsten Part weiter mit Feuer und Flamme. Ach, das ist... Oh ja, geil, jetzt kommt die Welt. Das ist cool. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen auf das Endcard von Böse Nachbarn 2. Urlaub mit Hindernissen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Unten rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.